Hallo ihr Lieben, ich möchte jetzt den Widerstand dieser Glühbirne bestimmen. Das ist eine ganz normale Glühbirne, die habe ich in eine Lampenfassung geschraubt. Ich habe ein Multimeter und es ist ein Multimeter, mit dem ich auch Widerstände messen kann. Und dann sage ich dazu auch, ich benutze jetzt die Ohmmeter-Funktion. Wie misst so ein Multimeter den Widerstand? Das Multimeter ist auch eine kleine Stromquelle. Das heißt, das Multimeter kann einen Prüfstrom hier durchschicken und das Multimeter weiß, wie groß der Prüfstrom ist. Und mit diesen Informationen kann es dann den Widerstand dieser Lampe berechnen. So, und ich stelle das jetzt mal ein auf den richtigen Wert. Wir bekommen hier Widerstände, die kleiner als 200 Ohm sind. Und wir sehen jetzt, die Kabel reagieren da gerne mal so ein bisschen mit. Wir sind circa bei 27,9 bzw. 0,8, 28. Wir springen so ein bisschen hin und her Ohm. Gut, da der Prüfstrom, der hier durchfließt, relativ klein ist, der ist im Milliampere oder sogar Mikroampere-Bereich, ist natürlich auch der Widerstand, der hier gemessen wird, sehr, sehr klein. Aber wir merken uns einfach mal diesen Wert. 27,5 haben wir jetzt auf einmal, 27,6. Naja, zu Beginn, ich merke mir einfach mal 27,6 Ohm. Gut. Als nächstes schließe ich meine Glühbirne an ein Netzgerät an, das hier direkt daneben steht. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Hier ist es. Und es ist eine 24 Volt Glühbirne. Also drehe ich auch hier mal circa auf 24 Volt. Das ist ja nicht ganz so interessant, dass ihr das sehen müsst, aber gut. Ist schon langweilig genug, zu Hause zu sitzen, also ziehe ich mein Messgerät mal unter die Kamera. Und ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich bin jetzt so bei 20,7, sollen das sein? 20,7 Volt. Meine Glühbirne leuchtet schön hell. Ich lasse diese Glühbirne jetzt mal circa 2 Minuten lang leuchten und danach messe ich wieder den Widerstand. Und ich drücke mal Pause, während diese 2 Minuten vergehen. Und ihr überlegt euch mal, was wir wohl für einen Widerstand messen werden und warum das so ist. Gut, 2 Minuten sind circa vorbei. Ich habe jetzt das Netzgerät nochmal auf 24 Volt hochgestellt, einfach damit wir hier eine schön hell glühende Glühbirne haben. Dann schalte ich das Netzgerät jetzt schnell aus und stecke die Kabel wieder in mein Multimeter und messe erneut den Widerstand und verwende natürlich die Einstellung 200, sodass wir wieder denselben Prüfstrom durch die Lampe durchschicken. Okay, so, Messgerät ist ausgeschaltet. Stöpsel mich hier ein. Und ich messe einen Widerstand von, ja, um die 30, es waren sogar 32, um die 30 Ohm. Das notiere ich mir hier mal. Das wären jetzt sogar ein bisschen weniger. Ich schreibe einfach mal den Wert auf. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie hier lesen. Nach dem Leuchten sind es also nur noch 30 Ohm. Jetzt fällt dieser Wert. Und zuerst mal ist natürlich die Frage, warum waren das am Anfang mehr Ohm? Warum ist der Widerstand größer geworden? Und warum ist das jetzt kein konstanter Wert, so wie vorhin, sondern der Wert sinkt jetzt langsam, aber wir sind jetzt ja schon bei 28,2, 28,1. Woran liegt das Ganze? Ich erkläre es euch mal. Okay, vielleicht wisst ihr, wenn wir mit den Glühbirnen experimentieren und die fangen an zu glühen, zu leuchten, dann werden diese Glühbirnen warm. So, was bedeutet es, wenn
das elektrische Bauteil oder der elektrische Leiter, wo der Strom hier in der Glühbirne durch muss, warm wird. Wir können uns das Ganze ja so vorstellen. Ich zoome mal ein bisschen rein. Also, wir haben hier so eine Glühbirne und in der Glühbirne ist ein Glühdraht drin. Und hier habe ich eine Großaufnahme von dem Glühdraht gezeichnet. In dem Glühdraht sind ja positive Atomrümpfe, die hier fest in dem Material verankert sind. Und wenn jetzt mein Stromfluss von links nach rechts geht, dann flitzen hier Elektronen durch den Leiter, stoßen aber leider auf diese positiven Atomrümpfe, werden dadurch abgelenkt und der Stromfluss wird gehindert. Das ist ja, was wir unter elektrischem Widerstand verstehen. Wenn wir jetzt den Draht erhitzen, und das passiert unweigerlich, wenn die Lampe in Betrieb ist, weil dann glüht die Lampe und sie wird heiß. Und wenn Drahtmaterial heiß wird, bedeutet das, dass diese Atomrümpfe hier drin anfangen zu schwingen. Und zwar in alle beliebigen Richtungen. Kann man sich vorstellen, als würden die an so Gummiseilen dranhängen und so ein bisschen nach rechts, links, oben, unten, vorne, hinten schwingen. Ja, jetzt muss man sich überlegen. Stellt euch vor, ihr seid ein Elektron, das hier durchflitzen will. Und alles, was euch im Weg ist, das steht jetzt noch nicht mal ruhig auf der Stelle, sondern das bewegt sich auch noch so ein bisschen nach rechts und links. Und ihr seid ja ein kleines Elektron. Und wenn da so ein großer Atomrumpf hin und her schwingt, dann ist das für euch als winzig kleines Elektron schon ein riesiges Hindernis. Das heißt, wenn diese Atomrümpfe anfangen zu schwimmen, zu schwingen, weil der ganze Leiter warm wird, erfahren die Elektronen ein noch viel größeres Hindernis im Strom und der Widerstand steigt. Und das haben wir hier auch ganz klar gesehen. Am Anfang hat man 27,6 Ohm. Nach dem Leuchten, das heißt, das Lämpchen war heiß, waren wir bei 30 Ohm, der Widerstand wurde größer. Und jetzt schauen wir mal, ich habe hier nichts mehr gemacht, das Lämpchen konnte langsam wieder abkühlen. Wo wir jetzt angelangt sind, haben wir hier anscheinend irgendeinen Messfehler. Ja, jetzt sind wir gerade bei 26,4 Ohm, 26,5. Klar, das Lämpchen wurde mit der Zeit immer kühler und hat sich wieder auf den Anfangswert abgekühlt. Jetzt sind wir im Moment sogar ein bisschen unter diesem Wert. Das kann jetzt mit irgendwelchen Temperaturschwankungen zu tun haben. Vielleicht hatte ich das Lämpchen vorhin ein bisschen zu nah an der Heizung stehen. Und dann gibt es eben Unterschiede beim elektrischen Widerstand. Gut, jetzt überlegt mal, was wohl passiert, wenn ich das Lämpchen eine Zeit lang nach draußen auf mein Fensterbrett stelle. Wir haben gerade draußen circa minus 1 Grad und ich messe dann erneut den elektrischen Widerstand. Ihr denkt mal selbst nach, ich lege das Lämpchen eine Zeit lang nach draußen. So, ich habe das Lämpchen wieder reingeholt. Das fühlt sich jetzt echt kalt an. Das sieht man vielleicht auch so ein bisschen daran, es ist alles beschlagen. Ich stöpsel es schnell wieder an mein Multimeter, stelle das Multimeter auf Widerstandsmessung ein und ich sehe jetzt tatsächlich, ich habe einen geringeren Wert natürlich als nach dem Leuchten, aber auch einen geringeren Wert. Als zu Beginn bin nämlich bei 25,2 Ohm. Und ich habe es gerade eben schon mal ausprobiert und funktioniert, bevor ich es gefilmt habe. Und da war ich sogar bei 24,8 Ohm. Das heißt, nach dem Fensterbrett, also draußen vor dem Fenster, hatten wir, was hatte ich jetzt gerade? 25,1 Ohm.
Ja, wir sehen aber so langsam steigt auch der Widerstand wieder. Was ist denn jetzt wohl die Erklärung? Auch dafür, ich schalte es mal wieder aus, können wir uns diese Skizze hernehmen. Wir müssen uns vorstellen, auch bei Raumtemperatur führen die Atomrümpfe kleine Schwingungen aus. Die sind natürlich kleiner als die Schwingungen, die ich habe, nachdem der Lämpchendraht erhitzt wurde, aber die Schwingungen sind da. Wenn ich allerdings den Lämpchendraht abkühle, das heißt nach draußen stelle bei circa minus 1 Grad, dann kommen diese Atomrümpfe immer mehr zur Ruhe und diese Schwingungen werden weniger. Und es ist tatsächlich so, je kleiner die Temperatur, ich könnte das ja auch das Lämpchen zum Beispiel in die Gefriertruhe stecken, dann würden meine Schwingungen noch kleiner werden. Das heißt, je kleiner die Temperatur, desto kleiner werden diese Atomrumpfschwingungen und je größer die Temperatur, desto größer werden diese Schwingungen. Und deshalb kleine Temperatur, die Hindernisse schwingen nicht mehr ganz so stark und die Elektronen können dann besser dran vorbeiflitzen. Das heißt, der Strom wird bei niedrigen Temperaturen weniger stark gehindert. Eure Aufgabe ist jetzt mal das, was ich erklärt habe, ins Heft zu übernehmen. Und zwar schreibt ihr auf, der elektrische Widerstand temperaturabhängig als Überschrift. Und dann könnt ihr mal gerade das, was ich erklärt habe, zusammen vielleicht mit den Messergebnissen in einem kleinen Heftaufschrieb, am besten auch mit Skizze, festhalten. Das muss gar nicht sehr lang sein. Aber es ist wichtig, dass alles enthalten ist, was ich gerade gesagt habe. Und noch eine wichtige Sache gibt es, die ihr bitte mitnotiert. Es gibt ein paar wenige Materialien, bei denen der ohmsche Widerstand immer konstant ist, ganz egal, was da für eine Temperatur herrscht. Bei unserem letzten Aufschrieb habe ich schon davon gesprochen, dieses Material oder das bekannteste Material nennt man Konstantandraht. Und bei Konstantandraht ist es vollkommen egal, ob ich den in die Glut am Ofen halte, ob ich den in die Tiefkühltruhe stecke. Der Konstantandraht hat immer den selben Widerstand und das ist ja auch der Grund, warum er Konstantandraht heißt. Der wurde extra so entwickelt, dass er einen konstanten Widerstand hat und deswegen heißt er so. Das heißt, alle elektrischen Bauteile haben einen temperaturabhängigen Widerstand bis auf Konstantandraht und ein paar andere wenige Materialien. Wir merken uns da aber mal als Beispiel nur den Konstantandraht. Gut, für euch gilt jetzt also hier draus einen Heftaufschrieb basteln. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg und ich hoffe, dass ihr alle Informationen im Video findet, wenn ihr nochmal zurückspult. Viel Erfolg dabei!